Hatten Sie einen Sohn, der zu Lebzeiten als Emmett Till bekannt war? Ja, Sir. Hat er in Chicago jemals Ärger gemacht? Nicht mehr als andere Jungen auch. Haben Sie Ihren Sohn ermahnt, wie er sich hier in Mississippi zu benehmen hat? Emmett, hörst du mir zu? Sie haben andere Regeln für uns. Wenn du dort bist, mach dich klein. Emmett wollte eigentlich nur in die Ferien fahren und sich mit seinen Cousins vergnügen. Er sollte einfach ein Junge sein und nicht erleben müssen, dass man ihn seiner Kindheit beraubt. Er hätte nie gedacht, dass ihm etwas passiert. Ist das der Nigger? In Mississippi wurde die Leiche von Emmett Lewis Till gefunden. Ich sollte Sie vorwarnen. Bringst du mir Emmets schwarzen Anzug? So gesehen zu werden, wäre ihm recht. Bo ist in keinem Zustand, um gesehen zu werden. Nein, er ist in genau dem richtigen Zustand dafür. Der Geruch ist vom Leichnam meines Sohnes, stinkend nach Hass und Rassismus. Kommen Sie bitte mit mir. Die ganze Welt soll Zeuge sein, was mit meinem Sohn geschehen ist. Die Fotos haben das Leben der Menschen verändert. Mamie, die Öffentlichkeit schenkt dem Thema gerade Aufmerksamkeit. Das ist eine greifbare Chance. Glaubst du, wenn du dein Leben riskierst, hilfst du Bo? Ich muss stark sein. Für mein Kind. Und was ist mit meinem Kind? Noch nie hat ein Negro in dieser Gegend gegen einen Weißen gesprochen und es überlebt. Vor einem Monat hatte ich eine gemütliche Wohnung in Chicago. Ich hatte einen Sohn. Wenn irgendeinem Farbigen im Süden etwas zugestoßen ist, sagte ich mir, was geht mich das an? Und jetzt ist mir klar geworden, wie sehr ich mich geirrt habe. Wenn uns irgendwo auf der Welt etwas Schlimmes widerfährt, dann geht uns das alle an.